Hier bei dem Hafen habe ich hier wohl was vergessen. Mafia Sabotage. Hier mal ein Garn. Das ist bestimmt wichtig für spätere Hüte. Und hey, hier ist ein Mafia World Tresor Code, aber ein grüner. Hier in der Nähe ist wohl ein grüner Tresor. Okay. Wo war denn die Abkürzung? Die war doch hier. Die ist doch hier. Ah nee, das hier ist die andere Seite. Oh, das bedeutet ja, jetzt müssen wir den ganzen Weg auf die andere Seite gehen. Was ist denn hier? Ein Schatz? Eine ganze Town einfach. Okay. Ja gut, ich muss aber jetzt erstmal den ganzen Weg rüberfinden. Wo bin ich? Das ist so verwirrend. Hä, nee, warte, das ist doch hier. Hier ist doch das Ding. Und das Time Rift ist doch dann... Oder ist es doch auf der anderen Seite? Warte, ich gehe da mal rein. Vielleicht ist er doch auf der anderen Seite. Aus irgendeinem Grund können wir hier wirklich einfach durch. Sieht sehr buggy aus, aber okay. Hä? Gibt es noch eins davon? Also halt direkt neben dem Hafen, also direkt beim Hafen, ist auch noch so ein Ding, was genauso aussieht. Mit Nummer 2. Und hier oben ist auch der grüne, aber da braucht man 6 für. Okay. Und ich glaube, hier an der anderen Seite müsste das jetzt sein mit dem Zeitdrift, oder? Das ist der letzte Ort, der mir einfallen würde. Es muss hier sein. Hier ist es aber auch nicht. Okay, ich bin jetzt mal in ein anderes Kapitel reingegangen. Hier in das eine, wo es regnet rechts. Und aus irgendeinem Grund ist es... Also ich war jetzt hier, habe mich umgeguckt. Und auf einmal höre ich irgendwas. Und das ist das hier. Da ist es auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob man es nur hier bekommen kann oder ob ich es vorhin einfach überhört habe. Aber das Bild hat hundertprozentig das Ding hier bei der Palme angezeigt. Also das Bild ist vielleicht einfach veraltet. Vielleicht noch von irgendwie Beta-Phase spielt, wo noch ein paar andere Objekte hier und da waren. Weiß ich nicht. Aber das finde ich ein bisschen komisch. Aber wir haben es auf jeden Fall jetzt gefunden. Und das kriegen wir jetzt auf jeden Fall noch hin. Zeitriss, Kochmafia. Ein anderes Bild diesmal. Also es ist nicht alles nur unter Wasser. Nur die blauen sind es. Die roten sind... haben was mit Kochen zu tun, I guess? Super, so umgedrehte Hüte. Hello, little child. This is Mafia Time Rift. Mhm. Timepiece hit Mafia in head. And now Time Rift filled with Mafia thoughts and dreams. Oh. This Time Rift is simple. Simple like Mafia. Just how Mafia like it. Rules of Time Rift. If you die, you start over. You need Rift Pawns to go deeper. Huh? That is all the rules. Please, tread carefully in Mafia Time Rift. Mafia like to experience past. Aha, ich brauch Tickets, um hier reinzukommen? Nee, ich komme hier auch so rein. Ah, die Dinger brauche ich. Okay. Ich komme immer in so eine Area rein, wo ich alles sammeln muss und dann komme ich weiter. Aber wahrscheinlich, wenn ich einmal sterbe, ist es vorbei. Jetzt habe ich schon mal 3. Aber ich will es da oben nochmal einsammeln, wenn es geht. Ist auch noch was. 1 von 6 Bildern? Hm? Gibt es 6 Ebenen und jede Ebene ein Bild? Okay, das sollte jetzt alles sein. Gehen wir mal rein. Weiter. 2, 3, 4, ja, das sind 6. Okay, in jeder Ebene gibt es also ein Bild und immer mehr zu sammeln. Ah, den muss ich killen. Okay, manche muss ich killen, damit ich deren Dinge bekomme. Bam. Und ja, man kann die auch killen, wenn sie rot werden. Einfach mit einem Head Jump. So. Aber das ist ziemlich cool. Ich mag das. Es war was anderes. Nicht nur Platforming, sondern auch mach dies und das. Gegner besiegen und oh, der zeigt mir den Weg. Das ist nett. Nein! Ich hab's aber nicht geschafft vom Jump hier. Komm ich denn da hoch? Ich hab eine andere Idee. Hab ich's? Ja, ich glaube schon. Okay, ich weiß jetzt nicht, ob ich alle sammeln muss. Ich glaube eigentlich eher nicht, aber ich mach's jetzt trotzdem mal. So. Vollständigkeitshalber kann man's ja machen. Und er tanzt wieder Ballerina. Has little girl noticed that unspent Rift Pawns are kept each floor? No need to get every single pawn.
Ah. Good luck. Mafia has opened entrance to next floor for you. Okay. Das, ja, das bedeutet, ich muss nicht alle sammeln, scheinbar. Ha. Aber ich muss natürlich trotzdem jeder Ebene das Bild, das Gemälde, was auch immer sammeln. Immer aufpassen, dass ich die auch immer bekomme. Und weiter geht's. Ich hätte gerade einen Regenschirm rausgeholt. Lull. Ich mag die Musik hier. Kann ich den killen? Der hat auf jeden Fall. Alter. Der hat auf jeden Fall was bei sich. Ah, der trägt das hinter sich. Ich dachte, ich muss ihn irgendwie angreifen oder so. Nüpp. Einfach nur nah genug rankommen, dass ich es erreichen kann. Das einzusammeln. Oh, oh, aufpassen. Nicht sterben. Wenn ich sterbe, wäre das echt blöd. Lass mal hier chillen. Wo muss ich lang? Kann ich hier hin? Ich hab keine Ahnung, wo ich lang muss. Ah, hier. Jetzt habe ich gefunden. Okay. Boing. Hier hinter dem Haus ist wahrscheinlich das Gemälde, oder? Nein? Gibt's hier keins? Hab ich's verpasst? Ich riskier's, ich geh nochmal zurück. Eventuell habe ich ja doch noch was verpasst. Oder gibt's hier wirklich kein Gemälde in diesem Raum? Okay, ich hoffe mal, das stimmt. Weil finden tue ich tatsächlich jetzt auch nichts. Also, wow! Also ja, gehen wir erstmal weiter. Maybe stimmt das ja so. Und es gibt nicht in jeder Ebene eins. Vielleicht gibt es in der nächsten ja zwei. Schauen wir mal nach. Wir können den Ball mitnehmen. Ey! Wird abgeschleudert. Und der geht erstmal baden. Okay, cool. Bro, ich brauche Herzen. Gib mir mal bitte Herzen. Das ist kein Herz. Oha. Schmeiß mich alle ab. Die wollen jetzt eher nur runterfallen, glaube ich. Was ist los mit euch? Droppen auch keine Herzen. Ich glaube, das ist extra so, dass sie keine Herzen droppen. Ich glaube, das machen die extra, um mich zu ärgern. Kann das sein? Boing, boing, boing. Und Regenschirm. Wir wollen uns ja hier nicht verletzen. Und mehr gibt's hier nicht. Okay. Vielleicht habe ich Bilder verpasst oder so, ich weiß es nicht. Hm? Was zum... Wir müssen uns kaputt schlagen! Lass uns hier raus! Oder gib mir genau das, wonach ich gesucht habe. Yeah! 8 Stück schon. Und beim nächsten Mal werden es immer mehr. Ja, leider nur 3. Mafias Grand Voyage. Ja, wo sind die anderen 3? Muss ich mal nachgucken. Aber beim nächsten Mal. Hm? Wieder sowas. Vielleicht mache ich auch hier. Vielleicht ist es dann auch schon eine neue Folge. Ich weiß es noch nicht, wie ich schneide. Behalten wir mal die Farbe. Ich will wissen, was das heißt. Aha, ändere die Farbe deiner Kleidung. Habe ich jetzt eine grüne Kleidung? Oh, da war auch schon genug. Ha, das passt ja richtig gut. Oh, dann doch die blonden Haare. Das passt ja richtig gut. Ich bin einfach so ein bisschen Sam. Oh, das ist cool. Okay, das ist sehr nützlich. Ich kann die Time Rifts, nachdem ich die einmal betreten habe, einmal gemacht habe, direkt vom Menü aus wieder erreichen. So, ich habe jetzt einen Guide aufgemacht, wo denn alle sind. Wir haben nämlich hier direkt einen verpasst. Angeblich soll es, wenn man sich hier ein bisschen umschaut. Ah ne, da oben, ich sehe es. Da oben ist es. Oh, wie konnten wir das denn verpassen? Das ist vor allem so am Leuchten und alles. Das ist aber wirklich nicht schwer zu finden. Ja, hier ist auf jeden Fall das erste. Schauen wir mal weiter. Das zweite ist bekanntlich hier. So, gehen wir weiter.
Hier bei den Mafias gibt es natürlich das hier, das haben wir gefunden. Aber hier in dieser Ebene gibt es noch eins. Und ich habe es auch gerade schon gefunden, wo es ist. Und zwar... Nee, habe ich nicht. Oh. Oh, hier hinten. Man kann ja noch hinten gehen. Ja, jetzt habt ihr es auf jeden Fall gesehen. Und ja. So, und weiter geht's. Hier oben ist natürlich das fünfte. So, und hier in dieser Ebene, wo ich mich irgendwie am gründlichsten und am genauesten umgeschaut habe, das ist natürlich die einzige Ebene, wo es keins gibt. War ja klar. So, und hier in der letzten Ebene, bevor wir zur Uhr kommen, hier gibt es das letzte Bild. Ich glaube, das wissen wir auch noch nicht, wo es ist, oder? Nee, hier haben wir es auch noch nicht gefunden. Okay, dann suche ich das nochmal gründlich. Okay, ich gebe zu, ich habe das nachgeschaut, aber wow. Das ist echt schwer zu finden. Und vor allem, wenn ich jetzt hier runterfalle ins Wasser, sterbe ich. Wahrscheinlich. Ich werde es nicht ausprobieren, aber ich gehe mal von aus. So, und das waren alle sechs. Und damit sind wir auch hiermit fertig. Bam! 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 Und... Ja, die ist ja durchsichtig, weil wir sie schon haben. Aber gut, was ist für ein Bild? Ah ja, Mafias Grand Voyage. Hehe, die Fabrik. Ah, der Typ, der die Fabrik leitet, der denkt lieber an Urlaub. Hey, wir segeln jetzt, let's go. Wir haben ganz viel Spaß am Segeln. Und dann finden wir... diese Insel. Und nun ist es Mafia Town. Hier sehen wir die Entstehungsgeschichte von Mafia Town. Dieser Dude, ne, der will eigentlich nur Urlaub haben. Hat die ganze Zeit irgendwie in so einer Fischfabrik gearbeitet. Ist dann immer mit seinen Jungs losgesegelt. Und hat dann diese Stadt gefunden. Und naja gut, es hat doch keinen fischigen Job mehr, sag ich mal, ne? Okay, manchmal buggt das Spiel ein bisschen rum. Ich habe vorhin das Spiel nochmal neu gestartet. Und dann habe ich irgendwie 10.000 Nachrichten bekommen in-game, irgendwie mit, hey, hier das freigeschaltet, Koop freigeschaltet, Mod freigeschaltet, neue Custom-Level, jetzt spielen, los, los. Und das hatte ich sonst vorher nicht bekommen und das ist irgendwie weird. Kann ich bei dem zufällig unendlich Geld farmen? Okay, nee, nehmen wir nicht da auf. Okay. Gut. Warum können wir das hier öffnen? Machen wir mal. Aha, wieder eine neue Area. Schon Welt 3 oder was? Krass. Wir haben schon Welt 2 freigeschaltet, aber das machen wir natürlich noch nicht. Wir machen alles nach der Reihe. Denn hier in Welt 1 fehlt nur noch ein einziges Level, bevor wir durch sind. Und zwar der goldene Tresor. Genau, hier oben haben wir nämlich einen goldenen Tresor. Und wenn man den anstupst... Yeah! Dann... fliegt so in alle Himmelsrichtungen ein Signal, wo denn alle überhaupt sind, wo sich denn alle verstecken. Aber es bleibt nur kurz? Ach, wieso kann ich die rauszoomen? Das ist doof. Ja, das ist wirklich nur ganz kurz. Okay, ich habe mit dieser Mission geplant, dass wir gleichzeitig auch nochmal... Das fliegt ja wirklich hier rum einfach. One. Gleichzeitig auch nochmal die grünen Tresor-Codes... Dinger, ja, sammeln. Die müssten hier auch irgendwo unten sein. Ich such die kurz. Ja, wo war denn das? Ah, hier ist das. Okay, wir müssen alle neu sammeln. Aber okay, können wir machen. So, hier ist nämlich Number One von 6. What? Hier gibt 6 Stück für das Ding. Okay, warte, bevor ich jetzt anfange. Okay, das ist hier bei... Was sehe ich? Da hinten ist ein Vulkan. Okay, das sehe ich also. Ich folge mal dem hier. Der ist, glaube ich, am nächsten dran. Der zeigt hier unter mir. Ach, nee. Hä? Warte mal. Kann der Hut das mit seiner Power... Oh, der Hut kann das jetzt kaputt machen. Der Hexenhut. Aha. Hier ist übrigens eins von denen.
too. Ja gut, aber halt, wir können jetzt trotzdem nicht alle bekommen, oder? Ich glaube, uns fehlt noch eine Fähigkeit. Ich meine, schaut euch das mal an. Oh! Okay, nevermind. Free! Ich muss nur jetzt jedes Mal hierhin zurückrennen. Das gleiche werde ich dann auch gleich bei den Goldenen machen. Aber gut. Immerhin finden wir dann alle. Wir kriegen auch unsere Belohnung. Oh, was? Four? Schnell folgen, bevor es weggeht. Hier! Five? Lass mich raten, Six ist hier oben. Ja. Yeah. All mine! Ich hatte gesagt noch Six oder wie sowas. Egal. Und was kriegen wir? Nut? Nee, ein Rüst-Token. Nutzt die Tokens an der Orb-Maschine, um nicht eine Belohnung zu bekommen. Ah, das ist wahrscheinlich dieser einarmige Bandit, oder? Dieses Minigame. Kann das sein? Na gut, haben wir das auch getan. Und gehen wir wieder zurück. Die goldenen Tickets finden. Warte, wie komme ich jetzt nach oben? Okay, hab mal einen Weg wieder nach oben gefunden. Und fangen wir mal den da. Hä? Jetzt ist er weg. Oder habe ich den neu aktiviert? Den neu aktiviert, okay. Der zeigt da hinten aufs Haus, oder? Also hier? Wo der Typ die Möwen zerschlagen will. Hier war reinfallen oder so? Geht das nicht? Ja. Hä? Hi, Bro. Oh! Da ist es ja. Na gut. Was kriegen wir hier? Koche verrückten Mischmasch. Okay, habe ich schon. Genau, hier bei dieser Uhr kann man immer auf den Ballon hochspringen. Die zwei letzten. Welchen machen wir zuerst? Ich mach den hier, weil der catcht mich gerade am meisten. Und ich sehe es auch schon. Da. Ah, abgerutscht. Krieg ich den denn? Ah, einfach hier drauf. Und dann hier drauf. Ah, wo bin ich? Nein! Oh, jetzt muss ich den ganzen Weg wieder hochklettern. Oh, nee. Ich muss eigentlich sagen, das ist das, was mich ja bisher am meisten stört, glaube ich, bei dem Spiel. Einfach, dass man sich, zumindest jetzt in der ersten Welt, in dieser Mafia-Town, dass man sich ein bisschen zu viel rumbewegt. Dass man ein bisschen hin und her und alles. Das ist nicht so meins. Ich glaube, vielleicht ist die Stadt auch einfach zu groß und zu kompliziert. I don't know. Was auch immer. Das letzte Ding ist wo? Hä? Wo geht ihr denn hin? Einmal nach oben, einmal nach unten. Hä? Da? Auf dem Kran-Ding? Da, wo der Kran das hochhält? Kann ich hier drauf stehen? Ich kann hier stehen. Okay, ganz langsam. Langsam! Langsam. Ich will keinen Witz machen, ja? Keinen Renn-Joke. Mach es bitte langsam. Ich glitsche rum. Hilfe! Ja, das war klar. Hä? Oder muss ich das irgendwie anders machen? Hilfst du mir? Kannst du mich hochschießen? Ich kann da draufklettern. Was? Hä? Okay. Geht das hier nicht? Ganz langsam. Ganz ruhig, entspannt. Weil, nee, weil die Dinger dann immer da sind. Aber warte, dann nehme ich einfach die Dinger. Nein! Halt dich fest! Halt dich fest! Halt dich fest! Ach, Mann. Ey, das ist echt nicht einfach. Am Ende mache ich es komplett falsch. Egal. Was soll's. Ganz langsam, ganz ruhig. Okay, wisst ihr was? Nein, nein, ich wollte einfach so den Jump machen. Yesterday, Mafia wake up not feeling like punching. See, even Mafia job is hard. Boah, krass. Du hast es echt schwer im Leben, weißt du? Okay, jetzt schaffen wir es aber. Ich bin überzeugt. Hö, warte mal. Was ist der denn hier? Not everything I sell is of value. I also sell terrible badges. And yet, people buy them anyway. Upgrade dein Dings zu einem Roller? Verringert die Abklingzeit für Hüte?
Mit verstopften Ohren nuscheln plötzlich alle. Darf ich das nicht kaufen? Wie viel habe ich denn gerade? Ich habe gar nicht mehr so viel. Aber das will ich auf jeden Fall kaufen, weil das hört sich cool an. Dann habe ich einen Roller statt den Dash oder was auch immer. Also statt dass ich renne, fahre ich. Vielleicht mit Pokémon-Musik oder so, wäre lustig. Nee. Gucken wir uns dann später mal an oder so. Jetzt will ich erstmal hier wieder hinkommen. Komm schon, das ist doch nicht so schwer. Ich glaube, ich weiß, was es ist. Warum es so schwer ist. Alter, das muss man doch wahrscheinlich anders machen, oder? Das ist doch nicht so richtig. Ich bin überzeugt, ich mach's falsch. Aber ich bin gleichzeitig auch überzeugt, dass man es so machen kann. Also mache ich es jetzt einfach so. Oh mein Gott. Oh! Das ist damit gemeint. Aber das ist cool. Ja! Jetzt pass auf, jetzt ist es hier gar nicht. Was? Ernsthaft? Boah, sick. Miau. Ja, wo ist es denn? Soll doch hier in der Richtung sein, dachte ich. Das Ding meinte das doch. Ein Tresor. Warte. Ja, hier ist es. Yo. Warte, waren das jetzt alle? Ja, ne? Es gibt vier nur. Okay. Dann bis gleich, wenn ich wieder zurück bin. Ey. Was soll denn das hier? Was haben wir denn hier vor? Miss me. Lass den mal in Ruhe. Bam. Okay. Boah. Kaffee. Soll ich ja was in die Hand legen? Schlag! Okay, wir haben alles. Was kriegen wir? Die Sanduhr. Und damit sind wir, glaube ich, jetzt durch mit dieser Welt. Mafia Town. Zumindest bis wir Fähigkeiten haben. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Na, ich zeige es nochmal. Wir sind jetzt hier, glaube ich, durch, oder? Das spawnt noch so rum. Ist ja doch noch eine Mission? Nein. Hä? 2? 4? 6? 7? Hä? Ich dachte, wir wären durch. Akt 5 freigeschaltet. Beim Rennen schummeln? What? Naja, das schauen wir jetzt trotzdem beim nächsten Mal an. Okay, wisst ihr was? Ich habe jetzt ein bisschen rumüberlegt, aber wisst ihr was? Wir machen jetzt einfach das letzte Level, damit wir jetzt mit Chapter 1 durch sind. Ja, ganz ehrlich. Beim Rennen schummeln. Zeitstück gesichtet. Hä? Dir fehlt ein Schlüssel-Item. Ansonsten kann der Akt unmöglich sein. Trotzdem betreten? Hä? Steht da irgendwas, was ich brauche? Ich gucke mir jetzt erstmal an. Vielleicht können wir das auch noch gar nicht machen. Aber warum ist das denn jetzt Akt 5 und die anderen sind so Akt 6, 7 und alles? Das verstehe ich irgendwie nicht. Vielleicht kann das einer von euch mir erklären. Aber das Bild ist lustig. Also, sieht aus, als wäre es jetzt ein Wettrennen. Wir auf unserem Scooter. Den wir bekommen haben letztens. Im letzten Level meine ich. Oh, die Musik. Und der auf seiner Rakete. Ja, den mit dem Scooter hier. Haha! Rockets are fast. And if Mafia on Rocket, Mafia is fast. Fastest man alive! Sicher? Little child want to race fastest man alive? Mafia stole timepiece from HQ. If you win, Mafia give it to you. Ich kann sagen, bye, loser! Aber nein, wir sagen, bist du ein Feigling? It is on! Mafia not sure Mafia survive this, but at least Mafia die as fastest man alive! Ja, Mann! Das kriegen wir nur, wenn wir schneller sind als er. Get ready.
Okay, los, los, los! So, nicht Double Jumpen, weil mit dem Double Jump ist mein Scooter weg. Ist das hier das Item, was ich brauche, oder brauche ich irgendwie noch ein Item? Was zum... Hä? Das ist ja richtig schnell! Wo muss ich lang? Oh Gott, was? Okay, die Strecke ist nicht lang. Ich will es nochmal probieren. Das ist ein sehr, sehr kurzes Level, einfach nur ein Wettrennen. Ich bin mir nicht sicher, ob man das mit dem Scooter machen soll. Ich probiere es jetzt nochmal mit dem Scooter. Mal schauen. So. Okay, jetzt weiß ich den Weg ja ein bisschen besser. Vielleicht habe ich es jetzt besser drauf. Was war das denn jetzt bitte? Ey, was zum... Ich brauche eine Route. Ich brauche eine bessere Route. Oh, ist das möglich? Doch, das ist möglich. Hätte ich mich nicht treffen lassen und würde ich alles perfekt machen? Ich glaube, das ist möglich. Moment. Okay. Das war ein bisschen komisch. Den ausweichen. So, immer dem roten Strichen folgen. Der Straße folgen. Hier absetzen. Ist schnell drauf, drauf, drauf. Den ignorieren. Nein! Oh, das hat jetzt meinen Sieg gekostet, glaube ich. Das hat mir jetzt meinen Sieg gekostet. Oh, das war aber close! Doch, das ist möglich. Ich bin mir überzeugt. Ich probiere es noch ein paar Mal. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon! Ich war doch bei der Zeit! Was zum... Ich wollte jetzt nicht den Nintendo machen und sagen, ich war doch im Stern drin! War ein falsches Spiel. Und es ist kein Stern vor allem. Aber es war literally gerade exakt die gleiche Situation. Aber die Route funktioniert. Ich muss nur statt links abbiegen, rechts abbiegen. Wenn ich das mache, dann glaube ich, habe ich's. Ganz ehrlich, ich glaube, dann habe ich's, Freunde. Also dieser Run müsste es jetzt sein. Komm schon! Komm schon! Ja! Let's go! Boah! Mafia Town all clear! Sollte man das so machen? Kann das einer in den Kommentaren bestätigen? Naja, wie auch immer. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Mir hat sie auf jeden Fall Spaß gemacht. Wie immer, das Spiel macht einfach Bock. Ich hoffe, ihr habt auch Bock, beim nächsten Mal wieder einzuschalten. Und dann sehen wir uns auch beim nächsten Mal wieder in Chapter 2. Seid dabei! Physics in our feet achievement!